Sportlich absolut überzeugend. So sieht die Bilanz der Mecklenburger Stiere zum Jahresende aus. Mit Platz 4 in der Tabelle waren auch die Sponsoren zufrieden, die am Donnerstag zu einem Treffen in das Audi-Zentrum Schwerin eingeladen waren. Auch wenn die Mannschaft unter dem Trainergespann Schimmler-Riediger eine gute Entwicklung genommen hat, die Frage nach einem neuen Cheftrainer, der bereits seit Saisonbeginn gesucht wird, stand auch beim Sponsorenabend im Raum. Also die Trainersituation liegt uns allen am Herzen. Wir haben 3, 4 Kandidaten, die auch in der engeren Auswahl sind. 2 davon werden sicherlich ihr Votum bis Ende des Jahres abgegeben haben. Wir hoffen, dass wir das so bis 6.12. über die Bühne kriegen. Machen wir uns nichts vor, es ist immer eine Frage des Geldes und da müssen wir genau schauen, welcher passt zu uns. Wir wollen auch langfristig arbeiten mit einem Trainer und nicht nur für ein Jahr oder ein halbes Jahr einen neuen Trainer haben. Das neue Jahr beginnt gleich mit einem Knaller. Die Mecklenburger Stiere empfangen den HC Empor Rostock direkt nach dem Jahreswechsel. Ein Neuzugang wurde an dem Abend auch präsentiert, allerdings nicht für die Platte, sondern für die Straße. Die Gäste des Sponsorenabends konnten sich in aller Ruhe den neuen Audi A8 anschauen.